Altersarmut wird explosionsartig zunehmen. Immer mehr Rentner in Deutschland gehen zur Tafel. 1,2 Millionen Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine Schlagzeile, die es sogar in die ARD-Nachrichten gebracht hat. Die neue Osnabrücker Zeitung hat es veröffentlicht. Explosionsartiger Anstieg derer Menschen, die wegen geringer Renten und Einkommen zur Tafel gehen müssen und sich dort Essen holen müssen, damit sie überhaupt monatlich über die Runden kommen. Meine Damen und Herren, das ist ein Skandal hoch 10. Das kann doch wohl nicht wahr sein, dass es in Deutschland so etwas geben muss, dass Rentnerinnen und Rentner nicht mehr in der Lage sind, sich von der eigenen Rente Essen kaufen zu können. In der Politik scheint es offensichtlich immer noch nicht angekommen zu sein, dass wir eine drohende, explosionsartige Altersarmut in Deutschland haben. Ich hatte es erst kürzlich berichtet, dass rund 17,7 Millionen Menschen in Deutschland von Armut bedroht sind. Das muss man sich alles mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Chef vom Dachverband der Tafeln, Stepphuhn, ehemaliges SPD-Mitglied aus Sachsen-Anhalt oder ist noch SPD-Mitglied, hat es auf den Punkt gebracht, die Tafeln sind nicht dafür zuständig, für die Essensversorgung der Menschen, sondern für die Fürsorge ist der Staat zuständig. Die Tafeln mühen sich redlich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass die Menschen, die praktisch davon abhängig sind und angewiesen sind auf preiswerte, kostengünstige Lebensmittel oder sogar kostenlose Lebensmittel, dass die dann auch tatsächlich in den Genuss dieser Lebensmittel bekommen. Aber es ist schlicht und ergreifend ein Skandal, eine Schande in diesem Land, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich denke da insbesondere an das völlige Versagen der SPD, der CDU, CSU und vor allen Dingen auch der FDP, die ja den Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland auch noch ans Fell wollen. Was wir in Deutschland brauchen, sind dringendst hohe, gute Löhne und eine armutsfeste Mindestrente, damit sowas überhaupt nicht möglich ist. Ich finde das einfach nur noch zum Wegschämen und ich könnte mich da wirklich fürchterlich drüber aufregen und mache das auch. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und ein prima Aprilwochenende. Ciao!